erster Schuss ging dann neben Greyhound, versucht jetzt, und er fährt vor die Flinte, er fährt vor die Flinte und wird rausgeholt vom P4. Wer saß denn da am Steuer? Ja, doch, er könnte ihn rausgeholt haben. Gute Position, wenn man nicht von der Artillerie rausgeholt wird. Hier auch ein netter Spot-LKW hier hingestellt. Man kann hier oben drüber über die Hecke in den Hof reinschauen, der sehr wichtig ist für diesen Punkt. Und hier hält schön ein MG rein. Bin jetzt nicht ganz sicher, ob er sie sieht oder ob er einfach auf gut Glück rein rotzt ins Feld. Butter versucht es wieder übers Feld, über die offene. Keine Chance für ihn. Hier jetzt ein super Gespann. MG42 zusammen mit einem Squad-Lead, der das Fernglas ausgepackt hat. Und sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich nichts anderes als ein Zielfernrohr am MG42. Mit dem Ping-System hier in dem Spiel. Allerdings muss er sich natürlich auch ein bisschen genau davor in Acht nehmen. Puma und Greyhound, beides Fahrzeuge, die mit einem Rocket-Schuss rausgenommen werden können. Grimm und Ficus sind jetzt hier am Tiger dran. Oh, 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 das könnte böse ausgehen. Beides Leute mit Satchel. Raymond sieht's nicht. Harry Spotter, kann er ihn retten? Nein! Harry Spotter geht drauf. Ficus und Grimm haben beide ihre Satchel dran. Holen hier Special raus. Und damit kann der Tiger schon mal sein Todesurteil unterschreiben. Cowboy wird ebenfalls noch rausgeholt. Rayman rettet jetzt hier Bömbel, aber es sind zwei Satchels dran auf beiden Seiten. Hier wird es gleich ein Feuerwerk geben. Und das war's. Der Push ist real. Das wird jetzt ein wildes Hin und Her. Refuse hier in den ersten Gräben angekommen. Jetzt muss BFTB richtig aufpassen, um Netzwerk zu halten. Hier wird eine Nebelwand gelegt, um den Airhead von Refuse zu verdecken und es BFTB möglichst schwer zu machen, Leute zu treffen, die jetzt gleich in den Airhead reinkommen. Hatten sie die Möglichkeit, hier reinzukommen? Wunderbar, die Artillerie hier voll auf dem Airhead drauf. Er wurde gesehen. Oh, und der Präzisionsschlag ging ganz knapp an dem 76er vorbei. Und was ist hier jetzt wieder geplatzt? Es ist ein 76er. So weit vorne hätte ich ihn jetzt gar nicht vermutet. Oh, da ist nochmal eine ganze Spawnwelle von BFTB. Wow! Mein Gott, das war in allerletzter Sekunde. 2 Sekunden später und die Garnison wäre nicht mehr spawnbar gewesen. Irish Mauldashley. Einbahn frei, die Jungs. Hier oben auf dem Dach. Man kann super hier rüber in diese Straße reingucken, wo auch immer viel los ist. P4 dreht ihnen den Rücken zu. Der Greyhound wurde anscheinend noch nicht mal durchgegeben. Der Greyhound holt sich jetzt den P4 von hinten. Oh, fast. Erster Schuss ging dann neben Greyhound. Versucht jetzt. Und er fährt vor die Flinte. Er fährt vor die Flinte. Und wird rausgeholt vom P4. Wer saß denn da am Steuer? Wenn sie es nicht machen, uns abzuschießen, dann werden wir uns halt noch vor die Flinte werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat er die Garnison schon gesehen? Schieß nicht, Junge, schieß nicht. Du bist sonst gleich weg. Wegen einem Kill hätte ich jetzt nicht meine Position verraten. Wenn du die Garnison gesehen hast, dann... Oh, nice. Sehr schöner Kill. Die FTP-Wuppel rennt einfach hier übers Offene. Da kommt die Flair. Holt sich Baby Shark. Und Bartha, sehr gute Aktion an dieser Stelle von Popel. Holt den OP raus, hat hier Munitionskisten entdeckt. Hier in diesem Gebiet, in dem Hof, ist es meistens so. Lass uns mal los. Autsch, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Lass uns raus. Nimm mich mit. Nimm mich wieder mit. Oh, und ein weiterer fällt Popel zum Opfer.
Und da hat aber Baby Shark gesagt, jetzt ist aber Schluss. Hat hier einen OP gesetzt. Friday holt nochmal Rage und Trombadour wird auch als Opfer auf die Liste geschrieben. Yannis gegen Friday holt den OP raus. Wichtig, wichtig, ist egal. Yannis, du hast deinen Job wunderbar gemacht. OP down, Pradur ist nur ein normaler Schütze, er kann nicht neu aufbauen und wird hier komplett zerlegt in seine Einzelteile. Nur noch B-Rush hier als einzelner Pionier unterwegs und wird jetzt auch rausgenommen. Wir haben jetzt hier den 76er stehen, er wurde vielleicht gesatchelt. Ja, er wurde gesatchelt, wir sehen, die Satchel ist dran, aber Tommy holt sich die Satchel weg. Wird unterstützt von Damien und Gus. Und zu dritt geht das schneller. 76er wurde gerettet. Will sich den P4 schnappen. Wird wahrscheinlich schon den ersten Schuss auf ihn abgegeben haben. Nein! Holy shit, QQ hat denn noch zwei Rockets? Rachi rächt seine P4 Panzercrew und Netzwerk wird angekappt. Grandpa ganz sneaky hier. Grandpa hat die Möglichkeit, hier zwei Leute rauszunehmen und dann noch den Stuart zu schnappen. Jetzt ist der Drücker wieder bei BFTB. Hier 9 OP gestellt, hier vorne nah am Cap dran. Und sie spawnen hier rein. Wunderbare Arbeit. P4 alleine auf weiter Flur wird jetzt früher oder später wahrscheinlich durch einen AT-Schützen rausgenommen. Oder der 75er, der es von hinten macht. Doch, er hat ihn gesehen. Er schießt daneben, statt sich die Zeit zu nehmen. Dann nochmal eine Bazooka auf den P4 und adios auf den Schrottplatz. Wow, wo kam das jetzt her? Oh, 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 oh nein. Er wurde gesehen und weggeholt. Der 75er ist nochmal gerettet worden. Ein Airhead. Warum kommt ein Airhead? Die Garnison hier ist rausgeflogen. Warum ist die Garnison rausgeflogen? Airhead auf jeden Fall von Refuse. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, warum. Warum schmeißt man jetzt hier einen Airhead? Haben sie schon damit gerechnet, dass sie diese Ecke hier einnehmen können? Oder rechnen sie damit, dass das gar nicht gesehen wird? Sehr spannend. Aber hier kommen ja Smokes runter, also sollte der Airhead nicht verdeckt sein. Paul ist da, wird zerlegt von der eigenen Arty wahrscheinlich. Oder es ist schwer zu sagen, ob das jetzt Refuse Arty ist oder ob das die eigene Arty war. Oh, da ist der Spawn! Das gibt's doch nicht! Refuse hat's geschafft. Sie sind hier reingekommen in den Airhead. Ob das jetzt geplant war, dass er nicht entdeckt wird oder nicht, spielt keine Rolle. Der Spawn kam durch. Refuse ist im Cap drin und capt den Punkt an. Kommt nochmal ein... Ich glaub, da ist nochmal ein Spawn von Refuse. Was ist denn da los? Und der Airhead steht immer noch. Jetzt Drachi selbst, Commander himself, fast dran gewesen.